Moin Moinsen! In diesem Video geht es um Sicherheit im Straßenverkehr. Jetzt gleich nochmal ein bisschen entspannter als gerade eben. So, in dem Video geht es heute um Überleben im Straßenverkehr, wie ihr am besten euch nicht gleich totfahrt, trotzdem ein bisschen Spaß haben könnt. Ja, kommen wir gleich zum Wichtigsten vom Ganzen. Und zwar müsst ihr vorausschauend fahren können oder ihr müsst das zumindest trainieren. Vorausschauendes Fahren heißt, sich in den anderen mit hinein zu versetzen, in andere Autofahrer, die euch vielleicht die Vorfahrt nehmen können. Für dieses vorausschauende Fahren braucht man einfach Empathie und das kann man auf jeden Fall trainieren, indem man halt Sachen deutet wie: der Autofahrer hier könnte mich nicht sehen, er könnte rausfahren, sieht mich aber. Haltet Blickkontakt, ob er euch sieht. Kleinigkeiten wie diese. Was ich damit auch meine, ist, dass ihr Situation immer deuten sollt oder euch Situationen vorstellen sollt. Was könnte jetzt passieren? Beim Überholen ist es wichtig, dass ihr euch in die anderen Autofahrer auch hineinversetzt. Ob sie euch eventuell sehen können, ob sie selber überholen wollen, wie der erste Autofahrer gerade vor mir, der hätte auch überholen können. Oder ob eine Einfahrt in der Nähe ist. Wenn eine Einfahrt in der Nähe ist, kann es gut sein, dass sie abbiegen wollen, vor allem nach links, und ihr überholt dann links. Also bei Einfahrten am besten, wenn es geht, nicht überholen, und wenn, dann wirklich nur, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass da niemand durchfahren will, also abbiegen will. Vor allem müsst ihr das bedenken, wenn ihr einen Traktor vor euch habt, der kann auch in irgendwelchen Feldwege reinfahren, wie in den hier. Dass ihr besonders aufpasst, ob da irgendwo eine Einfahrt ist, in die sie hineinfahren könnten. Worauf ihr auch achten könnt, ist, dass ihr vor allem in Kreisverkehren Blickkontakt mit den Autofahrern aufnehmt. Blickkontakt ist immer ganz gut, wenn ihr Leute aus der Einfahrt habt, die da rauskommen, damit ihr sicherstellen könnt, dass sie euch auch gesehen haben. Und in Kreisverkehren geht gar nicht davon aus, dass sie euch die Vorfahrt geben, sondern seid lieber so langsam, dass ihr im Fall des Falles abbremsen könnt. Und das könnt ihr halt echt gut checken, indem ihr Augenkontakt mit den Autofahrern aufnehmt. Genauso gilt das natürlich auch für langsame Autos, die an einer Einfahrt, vor einer Einfahrt recht langsam werden. Eventuell wollen die auch abbiegen und haben keinen Blinker gesetzt. Da könnt ihr auch davon ausgehen, dass die abbiegen und überholt an solchen Situationen besser nicht. Genauso gilt das auch für Rechtsabbieger. Also wenn die Autos vor euch rechts abbiegen zum Beispiel, könnte es sein, dass aus der Einfahrt rechts ein Auto gerade rauskommt, das dann links abbiegen oder rechts abbiegen will und es euch nicht sieht, weil es ja nur das abbiegende Auto sieht. Also auf sowas müsst ihr zum Beispiel achten, dass euch Autofahrer immer schön sehen, Augenkontakt aufbauen und in so einem Fall besser fast komplett abbremsen, bis ihr wirklich wisst, okay, der hat euch gesehen. Das nächste Thema wäre Durchschlängeln im Stau oder einfach nur ballern. Also Durchschlängeln im Stau, und zwar macht das wahrscheinlich eher zwischen der linken und der mittleren Spur, weil ihr da die Rettungsgasse habt, die ihr da ein bisschen ausnutzen könnt. Und seid immer bremsbereit. Also die Patscher vorne schon auf der Bremse haben. Und wenn ihr dann da durchfahrt, sagen wir, die Autos stehen und ihr fahrt so mit Tempo 30 da durch oder sowas, ist eigentlich ein ganz gutes Tempo, weil bei dem Tempo kommt ihr ziemlich direkt zum Stehen. Die hat mir einen Stinkefinger gezeigt. Läuft bei der.
Und wenn ihr durch den Stau durchschlängelt, gilt das natürlich auch, dass ihr Situationen deuten sollt. Ist da zum Beispiel eine Lücke in der mittleren Spur und ihr fahrt und ihr habt ein Auto auf der linken Spur, dann kann es sein, dass der die Lücke benutzen will und euch dann damit ausbremst oder halt umfährt. So, das nächste Thema wäre Vordrängeln an Ampeln. Dort müsst ihr natürlich immer gucken, dass ihr beim Vordrängeln keinen Seitenverkehr habt, der noch über Rot fährt oder der gerade noch so die Orange-Phase erwischt. Boah, mit diesem Mikro in der Fresse, ich kann kein S sprechen. Auf jeden Fall, wenn ihr dann an der Ampel vorfahrt und es wird grün, dann müsst ihr darauf achten, dass da kein Auto von der Seite kommt. Also wirklich nochmal einen Blick drauf werfen, ob da wirklich keiner über Rot oder über Orange fährt vom Seitenverkehr. Weil wenn ihr dann super schnell mit einem super schnellen Start da losballert, könnte es sein, dass ihr dann noch so einen Rotfahrer oder Orangefahrer erwischt. Welche Linie fahre ich wo? Also in Bezug auf Verkehr. Ich würde meistens in so einer Situation wie hier eher rechts außen, also links bleiben. Auch in der Rechtskurve, also eher links bleiben. Weil euch der Autofahrer dann schon, oder er wartet, dass ihr überholt. Selbst wenn ihr nicht überholt, achtet er auf euch. Wenn der vorne irgendwie bremsen sollte, dann habt ihr da genug Zeit oder genug Platz, um links vorbeizufahren. Also wenn ihr vielleicht zu nah drauf fahrt oder zu nah seid und der geht vorne richtig in die Ankern, dann ist es eventuell besser, wenn ihr dann links seid, oder es ist besser, wenn ihr dann links seid, denn dann könnt ihr einfach beim Bremsen links vorbeibremsen, wenn ihr es nicht schafft. Also in so einer Situation eher links bleiben. Jetzt wieder mehr nach rechts einordnen, weil ein Auto kommen könnte. Hier könnte man mal überholen, keine Einfahrt. Deswegen nicht erlaubt, aber wenigstens sicher. Alter, meine Kiste so am Springen und seine tut gar nichts. Viel zu hart für sowas. Man sieht deutlich, dass vor mir halt ein langer Schatten ist und somit ich halt die Sonne recht tief im Hintergrund habe. Heißt, Autofahrer von vorne können mich eigentlich kaum sehen. Wenn ich jetzt überhole, muss ich damit rechnen, dass sie mich überhaupt gar nicht sehen, falls sie in den Rückspiegel achten, oder bei Einfahrten wie hier rechts, dass sie mich gar nicht wahrnehmen. Also wenn ihr einen langen Schatten vor euch habt oder generell einen Schatten, dann immer sehr vorsichtig sein, ob die euch überhaupt sehen. So, der nächste Tipp von mir wäre, Einfahrten beachten. Also wenn ihr irgendwo Einfahrten habt, die zum Beispiel blind sind für die Autofahrer, dann geht nicht von aus, dass sie euch sehen können. Da lieber ein bisschen weiter links fahren, von mir ist auch bis in den Gegenverkehr, wenn nichts kommt, damit die euch eher sehen und ihr sie eher seht. Also da ist die Sicherheit echt wichtiger als halt die Straßenverkehrsordnung. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da ihr Geisterfahrer spielen sollt, aber hier zum Beispiel, ach, Einfahrt, und da muss ich drauf achten, sieht der Autofahrer mich. Oder wenn ihr auf der Landstraße irgendwelche schönen Strecken abfahrt, dann merkt euch die Einfahrten, damit ihr zumindest vorbereitet seid oder wisst, okay, hier könnte jetzt einer kommen, hier mache ich ein bisschen langsamer, oder einfach bremsbereit sein an diesen Situationen. Weil wenn ihr dann auf der Landstraße mit 150 um die Kurve kommt und danach eine Einfahrt ist, dann ist das total doof von euch. Also da könnt ihr nicht von ausgehen, dass euch irgendein Autofahrer irgendwie sehen wird oder mit euch rechnen wird. Das gilt nicht nur für die Einfahrten, sondern auch für Radfahrer, LKWs oder irgendwelche langsamen Autos. Wenn ihr dann eine Strecke hoch und runter ballert und ihr fahrt in die eine Richtung, seht einen Radfahrer auf der anderen Seite entgegenkommen oder einen LKW, dann rechnet beim Zurückfahren, dass der euch irgendwie schneidet oder dass der Radfahrer mitten in der Kurve voll im Weg ist oder irgendwelche anderen Autofahrer, die auf einmal
mit Tempo 30 durch eine Kurve fahren, die ihr mit 100 nehmt. Perfektes Beispiel, wenn ihr jetzt überholen wollt, kann sein, dass ein Auto vor mir auch überholen will. Ich mach mal Fernlicht an, damit die es besser sehen. Aber die trauen sich nicht.